Ich habe Mist gebaut. Ziemlich großen sogar. Klau das Auto deiner Tante und lass dich in was noch Abgefahreneres mit reinziehen, Mist, wenn ihr wisst, was ich meine. 15 bis 20 Jahre werde ich sitzen, haben sie gesagt. Aber hey, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich ja bekanntlich eine andere. Du bist intelligent, talentiert und liebst die Gefahr? So sehr sogar, dass sie dich in den Jugendknast gebracht hat? Wir holen dich da raus. Camp Honor. Camp Honor ist eine topgeheime Ausbildungseinrichtung, von deren Existenz nur die Regierung und wenige Auserlesene wissen. Komme straffrei aus dem Gefängnis und ergreife deine zweite Chance. Es könnte deine letzte sein. Hier lernst du jede Aufgabe zu erfüllen. Camp Honor. Aber sei gewarnt, nur die Besten der Besten haben, was es braucht, um hier zu überleben. Was sie dir allerdings nicht beibringen ist, was passiert, wenn du dein Herz auf dem Schlachtfeld verlierst. Camp Honor, die Mission. Überall, wo es Bücher gibt. Das war unser Buchtrailer zu Camp Honor, den ich gemeinsam mit Ali umgesetzt habe. Ich habe das Buch selbst schon in Vorbereitung gelesen und muss sagen, dass es unglaublich Spaß macht, besonders wenn man was für Action und Abenteuer, aber auch für Retro-Stuff übrig hat. Denn die Geschichte springt immer wieder in der Zeit und lässt uns herausfinden, wie es zu der Bedrohung kommen konnte, der sich White, unser Hauptcharakter, und sein Team stellen müssen. Viel mehr will ich aber noch gar nicht verraten, aber von mir gibt's eine klare Empfehlung. Camp Honor Band 1, die Mission, erscheint Ende April 2019 im Ravensburger Buchverlag und ist erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Ein riesiges Dankeschön geht raus an 24/7 Sound für die nice Musik und an Ali für den fetten 3D-Look. Was haltet ihr davon? Wollt ihr öfter mal was in dem Style sehen? Seid ihr gespannt auf das Buch und würdet ihr Camp Honor als letzte Chance beitreten, um den Knast zu entkommen? Schreibt es in die Kommentare, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem neuen Storytime. Tschüss.